Es gibt Tage, da hat man eine lange Leitung. Und wenn es besonders schlimm kommt, steht man auch noch drauf. Und wenn es sich dann um eine Luftleitung handelt, dann sind Luftmangelerscheinungen nicht weiter verwunderlich. Für eine Feststellbremse bedeutet das aber, dass der Federspeicher wegen fehlender Luftmenge ja gar nicht mehr belüftet und somit auch nicht gelöst werden kann. Was nun? Normalerweise wird eine Feststellbremse, wie auch schon vorab in dem Video zum Thema Bremszylinder erwähnt, durch Belüften des Federspeichers, also pneumatisch, gelöst. Wenn uns diese Luft aber nun aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verfügung steht, dann müssen wir nach einer mechanischen Lösung suchen und die finden wir genau hier. Dazu lösen wir mit einem passenden Schlüssel die Sicherungsmutter der Notlöseschraube. Und führen das ganze Ensemble tief hinein in das Gehäuse des Federspeichers, drehen um 90 Grad, bis er verankert ist, setzen dann Sicherungsscheibe und Mutter drauf und schrauben dann das Ganze bis zum geht nicht mehr raus, sodass auf diese Art und Weise der Federspeicher dann mechanisch gespannt wird. Luftverlust passiert ja Gott sei Dank äußerst selten, zumal bei Fahrzeugen aus dem Hause Krone. Aber Sie kennen das ja mit dem Pferd vor der Apotheke. Auf jeden Fall aber vor dieser gesamten Aktion daran denken, dass Sie das Fahrzeug durch Keile gegen Wegrollen sichern. Und wenn dann alle Räder gelöst sind, können Sie Ihren Cool- oder Profiliner in aller Ruhe zum nächstgelegenen Krone-Servicepartner ziehen.